Leute, es regnet wie Sau. Oh Gott. Okay, ich packe kurz die Kamera weg, wir sehen uns im Auto. So Leute, ich bin im Auto, habe den Regen gerade überstanden. Jetzt fahren wir zum Nori-Restaurant nach Düsseldorf. Heute ist der letzte Tag Essen. Ab morgen ist wieder Diät angesagt, aber nicht so schlimme Diät, eher so schöne Diät. Ja, ich würde sagen, wir fahren mal nach Düsseldorf jetzt und dann melde ich mich in Düsseldorf zurück, weil ich habe nur einen Akku mit. So Leute, wir sind in Düsseldorf gelandet. Endlich einen Parkplatz gefunden, ey. Absolute Eskalation hier. Steht einfach alles voll. Das ist zu viel Wind. Das ist zu viel. So, auf jeden Fall laufen wir jetzt zum Sushi-Restaurant und dann gucken wir uns das ganze Spiel da mal an. Bis gleich. Jo Leute, das Schlimmste nach dem Sushi-Essen ist einfach immer der Durst, weil man die ganze Zeit Sojasauce hatte. Und dann direkt gegenüber, Leute, Marktlücke. Ich schwöre, Leute, wenn ihr einen Sushi-Laden aufmachen wollt, gegenüber Kiosk auf. So Leute, kurzes Feedback zum Nori-Restaurant. Ist okay. Sushi Ninja ist immer noch Nummer 1. Danach kommt das Restaurant, wo ich schon mit Pascal war, in Bonn. Aber ungeschlagen Nummer 1 Sushi Ninja. Pascal, wenn du das Video zufällig mal siehst, also der Pascal aus dem Fallstar, geht zu Sushi Ninja, Alter. Ist nochmal besser als das jetzt hier in Nori, Düsseldorf. So, ich kann kaum mehr laufen wegen dem Stadtlauf, bin richtig am Arsch. Gehe die ganze Zeit wie so ein Behinderter. Naja, ab nach Hause. So Leute, zurück zu Hause. Wir testen jetzt noch den Protein-Pudding von LSP. Deswegen haben wir uns noch ein bisschen Milch geschnurrt und probieren den jetzt mal aus. Fettarme Milch haben wir jetzt gerade nicht am Start, aber ist nicht so schlimm, wir haben ja keine Diät. Deswegen nehmen wir jetzt die Vollfettmilch. Wir machen zwei Portionen, ne? Mhm. Das Pulver. 3 Löffel Esslöffel. Zwei. Drei. Mit einem Rührbesen aufschlagen. Haben wir einen Rührbesen? Nein. Eine Gabel vielleicht. Das besser? Ja. Okay Leute, ich lasse das mal die Frauen im Haushalt machen. Ich melde mich, wenn er 10 Minuten aus dem Kühlschrank rauskommt. So, der ist jetzt 10 Minuten im Kühlschrank und dann müssen wir gleich schauen, wie es aussieht, ob er gut geworden ist oder eher nicht. Ja, anstrengendes Wochenende geht zu Ende, weil ich ja die ganze Zeit an meinem Mac rumgebastelt habe und im Moment scheint es zu laufen. Ich hoffe mal, dass das so bleibt, aber ich denke, auf kurz oder lang werde ich dann einen neuen anschaffen müssen, wenn die blöden Dinger nicht so teuer wären.
Wenn jemand da draußen einen gebrauchten Mac Pro hat, so ab 2013, meldet euch bei mir. Ich kann den nämlich gut gebrauchen. Wir checken jetzt gleich dann den Pudding. Okay, der Pudding sieht irgendwie noch unverändert aus. Sieht ganz normal aus, so genauso wie eben. Und wenn man so reingeht, ist die Konsistenz schon ein bisschen anders. Er hätte halt einen Schneebesen gebraucht. Dann wäre die Konsistenz geiler. Kann man auf jeden Fall in der Diät gut mal essen. Checkt mal die Werte von einer Portion. Einfach richtig, richtig gut. Naja, Leute. Ich verabschiede mich von euch. Ab morgen wieder shredden. In Form kommen. Form retten. Ja, wir sehen uns im nächsten Video.